Außerdem, wie beim Panda-Update, spielen hier vermutlich auch User-Metriken eine relativ wichtige Rolle. Das sind Sachen halt wie Verweildauer, Page-Views pro Visitor. Wenn das alles stimmt, glaube ich auch, dass man da nicht wirklich in einen Filter reinkommen kann. Man sollte sich einfach nur mal immer bewusst sein, dass halt einfach die Qualität der Seite stimmen muss, dass die Leute auf der Seite bleiben. Und dann sollte man eigentlich auch den Updates, von den Updates keine Angst haben. Speziell nach dem Update von Penguin empfehlen wir natürlich auch immer, sag ich mal, vorsichtig mit der Auswahl der Ankertexte vorzugehen. Das bedeutet einfach, dass die Ankertexte von den Domains einfach natürlich sein sollen. Harte Ankertexte würde ich halt komplett außen vor lassen. Es gibt vielleicht ein paar Ausnahmen bei großen Brands, die können sich das hier und da mal erlauben. Aber tendenziell sagen wir, harte Ankertexte sind schlecht. Ich habe jetzt mal hier ein Beispiel von Nublego immer ein paar Beispiel-Keywords mit reingepackt. Beim HK-Antertexten würde ich zum Beispiel vermeiden, dass wir irgendwie auf externen Seiten die Seite einfach mit Zigarren exakt irgendwie verlinken. Das ist für Google einfach relativ leicht zu erkennen, dass dort irgendwie Linkbuilding betrieben wird. Auch sollten halt reine Keyword-Ankertexte, also Kombinationen, zum Beispiel Zigarren online, sollten auch vermieden werden. Was gut ist, ist eine Kombination aus Brand und aus Keyword-Ankertexten, wie zum Beispiel Zigarren von Nublego, was relativ natürlich ist. Am natürlichsten ist natürlich, wenn man einfach die Brand-URL mit verlinkt, wie Nublego, nublego.de, und auch deutliche Ausdrücke wie hier, dort, hier klicken, die sind eigentlich ein Indiz dafür, dass die Seite viele natürliche Verlinkungen hat. Das ist einfach historisch gewachsen, wenn ihr euch irgendwie alte Seiten anschaut, die halt schon seit mehreren Jahren besteht oder auch seit einem Jahrzehnt. Die haben halt eben sehr viele Ankertexte, die halt eben in diese Richtung gehen. Und wenn man das einfach alles beachtet, dann sollte man eigentlich da auch gut aufgestellt sein. Was auch ein wichtiger Punkt ist, ist die Verteilung der Links im Zeitverlauf. Da sollte man unter neue Projekte von bestehenden Projekten auf jeden Fall unterscheiden. Angenommen, ihr habt jetzt ein neues Projekt oder eine neue Keyword-Domain, würden wir halt immer empfehlen, dass man halt ausschließlich auf die Startseite erstmal Links setzt. Mit reinen Keyword-Ankertexten, die halt eben auf die Brand zurückzuführen sind, also URL, einfach der Brandname, ist einfach am natürlichsten. Und im Zeitverlauf sollten natürlich dann auch Deep-Links gesetzt werden und halt eben die Verwendung, also eine Kombination aus Keywords und Brand, so zum Beispiel bei Nublego ist jetzt auch gemacht wird, dass einfach man schaut, okay, wir wollen halt relevante Ankertexte mit unterbringen. Da sollte man einfach nur vorsichtig sein und man kann jetzt im Zeitverlauf dann auch einfach erhöhen. Die Strategie bei Brands und Trust Domains ist ein bisschen anders. Tendenziell haben Trust Domains oder Brand Domains schon relativ viele Links, zum Beispiel auf die Startseite, wo man sich eher halt eine Strategie überlegen muss, ob ich jetzt eher auf die Unterseiten gehe oder auf Kategorieseiten gehe. Große Brands haben oft das Problem, dass Kategorieseiten zum Beispiel ja tendenziell nicht einfach natürlich verlinkt werden von den Usern, dass man dann eben beim Linkbuilding den Fokus auf die Kategorien setzt. Wenn man halt äquivalent starke Seiten findet, die genauso stark sind wie die eigene Brand, sollte man halt den Link dann schon auf die Startseite lenken, um halt eben dann die komplette Domain nochmal zu stärken und dass einfach der Linkflow dann garantiert ist, dass der halt letztendlich auch auf die anderen Seiten übergeht. Letztendlich muss man sich dann wieder fragen, okay, nach den ganzen Updates muss man sich überlegen, was zeichnet eigentlich eine gute Domain noch aus? Wenn ich recherchieren will, auf welche Sachen muss ich eigentlich noch achten? Ich habe mal hier ein paar Punkte zusammengefasst. Ich werde jetzt nicht im Detail auf jeden Punkt eingehen, aber für euch halt nur mal hier eine Übersicht. Der Frank wird da später auch nochmal drauf eingehen. Letztendlich wir mit verschiedenen Tools erkennen können, ob eine Domain gut oder schlecht ist oder Trust vererben kann. Wenn wir zum Beispiel nach guten Domains suchen, schauen wir eigentlich zunächst erstmal auf die Domain-Popularität. Das heißt, wenn eine Domain eine hohe Domain-Popularität hat, heißt das tendenziell, dass die natürlich auch verlinkt wird, dass die themenrelevant sein kann in verschiedenen Bereichen. Natürlich muss man dort auf die Qualität achten. Das heißt, es gibt ja auch genügend Expired-Domains, die eine Domain-Pop von 1000 haben. Das heißt noch lange nicht, dass die Seite dann irgendwie auch Trust vererbt. Deswegen sollte man halt eben auch schauen, dass die Seite eben ein natürliches Projekt ist, dass sie themenrelevante Verlinkungen hat, das heißt, auf die Qualität kommt es hier an und halt eben nicht auf die Quantität. Man sollte sich die Backend-Profile angucken, die Ankertexte sollten natürlich sein, wie ich eben schon beschrieben habe. Wenn die Sichtbarkeit kontinuierlich steigt, ist es auch ein Indiz dafür, dass die Seite natürlich wächst.
In den Beispielen, die ich eben gezeigt habe, war es ja wirklich so, dass die auch relativ gut gewachsen sind, aber das ging halt dann irgendwann doch nicht mehr gut. Man sollte halt themenrelevante Rankings haben. In dem Fall, wenn ich irgendwie eine Gutscheinseite habe und ich suche halt neue Seiten, sollte ich tendenziell natürlich auch nur nach Seiten suchen, die im Gutscheinbereich auch gut ranken. Die Autorität der Domain sollte hoch sein. Das könnt ihr zum Beispiel mit SEO-Mods oder Majestic SEO auch prüfen. Die Domain-Autorität ist umso höher, je mehr Backlinks ihr zum Beispiel von Universitäten habt oder von anderen Seiten, die halt viel Trust vererben. Die Seite sollte auf jeden Fall eine natürliche Verteilung haben in den SERPs. Das heißt, man kann bei der Verteilung der SERPs relativ schnell erkennen, ob eine Seite in einem Filter ist. Das bedeutet einfach, wenn die meisten Rankings einfach in den Top 10 sind, in den Suchergebnissen, ist das sehr ja natürlich. Abgestrafte Seiten, das ist oft das Muster so, dass man irgendwie auf den hinteren Seiten, irgendwie auf der Suchergebnisseite 7, 8 oder 9, halt einfach die meisten Keywords zu finden sind. Das zeigt immer einfach, dass da ein Filter vorhanden ist. Und da solltet ihr auf jeden Fall darauf achten. Tendenziell solltet ihr keine Links von Seiten bekommen, die einfach an einem Filter hängen. Die Seite sollte auf jeden Fall aktuelle Inhalte haben und nicht irgendwelche Seiten, wo mal vielleicht im Monat ein Post irgendwie veröffentlicht wird. Google kann das alles messen. Dementsprechend ist auch wichtig, dass die Seite Social Shares hat. Wenn dort viel kommentiert wird, geliked wird, ist das für Google einfach ein Indiz, dass die Seite aktuell ist, dass sie genutzt wird und dass die Seite einfach relevant ist. Die Deep Link Ratio sollte da auch stimmen. Das heißt einfach, dass man sich anguckt, okay, wie ist das Verhältnis von Startseitenlinks zu Deep Links. Es gibt da jetzt nicht wirklich einen Wert, den man pauschal empfehlen kann. Es gibt es auch immer branchenspezifisch, aber ich sage mal, so ein natürliches Verhältnis sind irgendwie 60% Links auf die Startseite und 40% eben auf Unterseiten. Sollte es irgendwie mal so sein, dass irgendwie nur 5% auf die Startseite gehen und 95% auf die Unterseite, kann man davon ausgehen, dass da irgendwas gemacht wird oder falsche Strategien gewählt wurden und dann offensichtlich wird, dass dort irgendwie Linkbuilding betrieben wird. Man sollte auch darauf achten, dass man nicht nur Follow-Links aufbaut, beziehungsweise eigentlich durch natürliche Verlinkungen erhält man eh genügend No-Follow-Links. Ich glaube, so ein gesundes Verhältnis sind so 15% an No-Follow-Links. Ist für Google einfach ein Indiz, dass es ein natürliches Linkprofil vorhanden ist. Bei der Linkherkunft ist es so, dass, wenn ihr eine deutsche Seite habt, sollten die Links natürlich auch aus Deutschland stammen. Die Seite sollte auf jeden Fall auch in Deutschland gehostet sein. Das heißt, der Serverstandort ist auf jeden Fall sehr wichtig. Und optimal dann noch die entsprechende Top-Level-Domain. Ist jetzt in Deutschland eigentlich egal, ob es eine .de oder eine .com oder eine .org ist. Aber wenn der Serverstandort halt eben in Deutschland ist, ist das vollkommen in Ordnung. Und man sollte sich auf jeden Fall auch die Linkstruktur der Seite selbst angucken. Es kann durchaus sein, dass ihr Seiten findet, die einfach gut rankt. Aber wenn ihr euch dann mal einfach genauer anschaut, was die Seite dann für Backlinks hat und ihr seht dann irgendwie, dass die Links auch von, sag ich mal, von Pokerseiten oder so haben, sollte man auf jeden Fall vermeiden, dass man von diesen Seiten Links bekommt. Und letztendlich ist es einfach nur wichtig, dass man Links von natürlichen Projekten bekommt und eben davon wegkommt, dass man Links, die man relativ schnell bekommen kann, dass man das einfach vermeidet, weil das wird in Zukunft einfach keine Relevanz mehr haben. Genauso wie Links von Webkatalogen, von Social Bookmarking Portalen. Das hat alles keine Zukunft mehr, weil die ganzen Seiten einfach keine Power mehr vererben. Deswegen geht eigentlich, also diese ganzen Updates dienen eigentlich letztendlich nur dazu, dass man mehr, dass mehr auf die Qualität geachtet wird, dass der Content besser wird, dass die Backlink-Qualität besser wird. Und das erreicht Google, glaube ich, vor allem mit dem Panda und mit dem Penguin Update ganz gut. Das merken wir auch selbst, dass die Ansprüche da immer weiter wachsen. Da muss man letztendlich einfach nur mitmachen und wenn man einfach eine gute Seite hat, das einfach ein gutes Projekt ist, wo viel natürlicher Content ist, muss man sich irgendwie nie Sorgen machen, dass man irgendwie in den Filter kommt oder abgestraft wird. Aber wie gesagt, beim Linkbuilding muss man da jetzt halt auch durch das Penguin Update auch einfach ein bisschen mehr aufpassen. Lieber weniger Links aufbauen, es kommt eben auf die Qualität an und nicht auf die Quantität. Ich bin jetzt soweit durch. Der Frank wird dann euch jetzt noch zeigen, wie man mit verschiedenen Tools eben halt auch gute Domains entdecken kann. Da gibt es einige ganz gute Möglichkeiten und da wird er euch jetzt ein bisschen weiterführen. Dankeschön. Dann klicke ich jetzt hier einmal kurz quer. Hilfe. So, ja, der Alex hat mich auch schon vorgestellt. Ich versuche mal kurz. Ah ja, super.
Ich bin der Frank. Ich habe bis dieses Jahr im Juni für Searchmetrics gearbeitet, habe mich dann selbstständig gemacht, habe jetzt, wie du schon gesagt hast, meine eigene Beratungsfirma gegründet und arbeite zusätzlich noch bei Catbird Seed im Business Development und kümmere mich da so um so sogenannte Special Operations, also alles jenseits des Tagesgeschäfts. Ich werde jetzt über das Thema Tools sprechen, und zwar über Tools, die ihr für den Linkaufbau nutzen könnt. Ich habe es mal untergliedert in eigentlich drei Punkte. Einmal Tools für die Recherche, Tools für die Analyse und Tools fürs Aufräumen. Ich werde dann am Ende noch mit Mike zusammen ein Fazit ziehen. Das werden wir aber, denke ich, eher dann in Diskussion mit euch machen, dass es nicht so wie in der Schule Frontalunterricht ist. Tools, die ich jetzt auch im Rahmen der Analyse bzw. im Rahmen der Präsentation genutzt habe und die ich auch im Alltag nutze, die sind eigentlich im groben Ganzen die, könnt ihr noch ergänzen durch bestimmte Nischentools, aber es sind eben die großen Toolanbieter, Searchmetrics, Sistrix, Linkanbieter wie zum Beispiel Link Research Tools, aber kann auch Majestic SEO sein, ganz wichtig Hirn und natürlich eben OnPage und Screaming Frog, um die Qualität der Seiten zu messen, und natürlich das beste Tool überhaupt, Google. Warum ist Google das beste Tool überhaupt? Wenn ihr jetzt einen Link aufbauen wollt, zum Beispiel zum Thema Tagesgeld, ja, ist es eigentlich das Beste. Ihr schaut euch die Top 10 an und schaut mal, wer rankt denn da. Ja, weil natürlich, wenn eine Seite rankt, dann hat sie Trust. Wenn sie Trust hat, hat sie Qualität. Wenn sie Qualität hat, dann hat sie letzten Endes auch was, was sie weitervererben kann. Zusätzlich könnt ihr euch zum Beispiel mit Tools wie Searchmetrics zeigen, auf Basis der Ranking einer Domain, was sind denn jetzt die organischen Wettbewerber? Ich habe da in diesem Fall jetzt mal Check24 reingehauen. Da seht ihr zum Beispiel, einer der wichtigsten Wettbewerbe ist Top-Tarif, da gibt es so und so viele Überschneidungen, so und so viele Traffic-Einheiten auf diesen überschneidenden Keywords etc. pp. In diesem Fall ging die Analyse sogar so weit, dass mir dieses Tool 903 Wettbewerber von Check24 zeigt. Jetzt nicht auf Keyword-Basis, sondern auf Basis aller Keywords, die letzten Endes diese Software für die Domain gefunden hat. Also das eignet sich eigentlich auch schon sehr gut, um potenzielle Partnerseiten zu recherchieren. Nächste ist, ihr könnt euch von zwei Domains, wenn ihr sie vergleicht, zum Beispiel eine potenzielle Partnerseite und meine eigene Seite, könnt ihr euch anzeigen lassen, was sind jetzt überschneidende Rankings. Ja, also die SEO-Tools zeigen jetzt hier, als habe ich Check24 mit ihr Mietwagen.de verglichen, seht ihr zum Beispiel ganz gut, ja, die ranken beide auf günstiger Mietwagen. Wäre ich jetzt Check24 und will auf günstiger Mietwagen optimieren, würde ich sehen, okay, klar, die ranken auf 3, ich rank auf 16, versuche ich doch da mal einen Link zu bekommen. Auch das kann man sich dann exportieren und eigentlich je nach Domain ad absurdum treiben. Da kriegt ihr auf jeden Fall richtig, richtig schöne Liste an potenziell guten Partnerseiten. Nächste, was es natürlich gibt, ist jetzt aus den Link Research Tools ein Hubfinder. Ein Hubfinder macht eigentlich nichts anderes, als zu gucken, okay, ich habe meine Domain A und schaue mir dann an, welche Links auf Domain B und Domain C verweisen und noch nicht auf mich, und diese Links gehe ich dann an. Also ich fange quasi an, Backlink-Strukturen meiner Wettbewerber nachzubauen. Es ist jetzt nur bedingt nachhaltig, denn es ist immer so mitgehangen, mitgefangen, ja, werden die abgestraft, dann bin ich vielleicht auch in dem Honeypot mit drin, aber es hilft einem letzten Endes, um wirklich gute Links zu identifizieren. Zusätzlich tun die Tools nicht nur die Domains listen, sondern auch eben Metriken liefern pro Domain, die letzten Endes die Qualität dieser Seite widerspiegeln. Nächstes, gerade ganz neu, ist der sogenannte Author Rank. Habt ihr vielleicht schon mal gesehen, wenn ihr jetzt nach bestimmten Suchbegriffen googelt, dann habt ihr neben diesem klassischen Snippet immer noch ein Bild. Das ist ein Bild von einem Autor, der letzten Endes bei Google eine Freischaltung erhalten hat, als besonders wichtiger Mensch, der tolle Sachen zu einem bestimmten Keyword schreibt. Google hat da verschiedene Patente. Lange Rede, kurzer Sinn. In Zukunft wird es eigentlich so sein, dass dieser neue, dass es einen Authored Page Rank gibt, der eine Kombination aus Qualität der Seite ist, also das klassische Ranking, aber auch letzten Endes Qualität des Autors. Wieso sage ich euch das? Weil, wo ihr jetzt bisher eigentlich immer dahin hingegangen seid, mal nach Partnerseiten zu recherchieren, müsstet ihr jetzt eigentlich in eurem Themenumfeld nach Autoren recherchieren. Also sprich, ihr googelt zum Beispiel nach, naja, Tagesgeld ist ein blödes Beispiel, nehmen wir mal WordPress-SEO, google ich nach WordPress-SEO und sehe, da ist der Yoast, der hat eine Authorship-Integration. Dann guckt ihr euch mal an, ja, geht ihr auf sein Google-Plus-Profil, wie vielen Circles ist der, wo schreibt denn der sonst noch, hat er vielleicht sogar Gastbeiträge, hat er eine eigene Domain, hat die auch die Authorship-Integration, ist die gut? Und wenn das gut ist, dann schreibt doch einfach mal den Autor an. Da habt ihr jetzt nicht nur dann quasi eine potenzielle Partnerseite mit seiner eigenen Seite, sondern natürlich auch potenzielle Plätze für Gastbeiträge. Zusätzlich könnt ihr natürlich auch immer noch Autoren kaufen anstelle von Links, aber das gehört jetzt nicht hierher. Nächstes, Searchmetrics hat da mal eine Studie gemacht, wie denn die Verbreitung dieser Authorship-Integration in Deutschland ist. Das ist eigentlich ein bisschen enttäuschend. Searchmetrics hat, soweit ich weiß, 1 Million Suchanfragen gecrawled oder hat sich angeschaut.
was so mehr oder weniger dem Shorthit in Deutschland entspricht. Und ungefähr nur 10% der Suchanfragen hatten eine Autorenintegration, also Pi mal Daumen 100.000. Und davon gab es quasi fast 9.000 Autoren. Wenn ihr in das Blog von Searchmetrics geht, da könnt ihr euch die Liste runterladen, könnt die Studie nochmal im Detail durchlesen. Aber es ist schon relativ bezeichnend, dass ihr auf Platz 1, was jetzt Anzahl der Autorenlinks mit Seite 1-Beziehung angeht, die Jens Ihlenfeld von Golem steht. Also man sieht, es ist schon sehr techlastig. Aus der SEO-Szene ist immerhin der Heiner Hemken vertreten und auf den hinteren Plätzen natürlich noch der eine oder andere, der das auch auf seiner Seite eingebaut hat. Also in Deutschland aktuell eigentlich nur hilfreich, wenn man jetzt wirklich nach Tech-Themen sucht, aber wenn man natürlich internationales Link-Building macht, dann kann man natürlich auch international sich da umschauen. Tools für die Analyse der Seite ist natürlich auch wichtig. Jetzt wisst ihr zum einen mal eine URL-Liste mit potenziellen Partnerseiten, jetzt wollt ihr euch natürlich auch mal angucken, was kann die eigentlich? Da gibt es so klassische Metriken wie die SEO-Visibility oder den Sichtbarkeitsindex, das ist so der historische Verlauf der Sichtbarkeit einer Domain. Seht ihr jetzt hier anhand der Spikes, da würde ich jetzt vielleicht nicht unbedingt einen Link haben wollen. Zusätzlich könnt ihr natürlich eine Keyword-Positionshistorie euch anzeigen lassen, also wie ist die historische Ranking-Entwicklung auf ein für mich interessantes Keyword. Hier in diesem Fall habe ich jetzt mal Fotobuch genommen. Wer da rankt, ist eigentlich irrelevant, aber ihr seht auch, von dem roten will ich eigentlich keinen Link, der grüne wäre eigentlich relativ solide. Bei orange mal gucken, ob jetzt das Wachstum in dem letzten Jahr sich auch dauerhaft dann stabilisiert. Nächster Punkt, ganz wichtig, natürlich auch die technische Optimierungsgrad einer Seite. Viele konnten sich jetzt in den letzten Tagen auf Facebook nicht unbedingt den Statusmeldungen von onpage.org entziehen. Ist auf jeden Fall ein cooles Tool. Ist ein Crawler, der die Seite analysiert, der sich echt umschaut, wo sind Fehler im HTML, wo gibt es irreführende Weiterleitungen, vielleicht auch falsche Weiterleitungen, also wie gut oder wie schlecht ist die Seite. Alternativ könnt ihr natürlich auch das Microsoft SEO Tool nehmen oder Screaming Frog oder halt einfach selber Hand anlegen. Wichtig ist halt einfach, dass man halt einen Link nicht von der kaputten Seite kauft, die ja halt den Link-Juice verpuffen lässt, sondern dass man halt einfach eine technisch fitte Seite nimmt. Nächster Punkt ist natürlich Aktualität. Auch ganz wichtig für einen Link oder für eine Qualität einer Seite. Ihr könnt über einen Google Cache einfach gucken, wann wurde die Seite das letzte Mal gecrawlt. Zusätzlich kriegt ihr ja die Informationen dann meistens noch aus dem Google Snippet mittlerweile. Okay, das ist ein Artikel vom 22. September. Oder ihr sucht einfach nach Filetype XML und Sitemap und Sitedomain.de und könnt mal gucken, wenn die Sitemap da öffentlich zugänglich ist, wann denn der Artikel geschrieben wurde, für den Fall, dass zum Beispiel keine Datumsangabe auf der Seite zu finden ist. Nächste Thema hat Mike auch schon angesprochen, Social Signals, ganz wichtig, die Darstellung ist jetzt wieder von Searchmetrics, da habe ich mal die Top Social Visibility von Gertz und von Zalando verglichen, da seht ihr letzten Endes natürlich auch URLs, die besonders viele Social Signals bekommen haben und demzufolge eine hohe SEO Visibility haben, also ich will eigentlich genau den Link von diesen Seiten, weil ich weiß, das ist nicht, vielleicht ranken sie ja sogar zusätzlich noch, aber die sind einfach im Social-Bereich einfach total heiß und haben, zumindest was die Social-Komponente des Ranking-Algorithmus angeht, eigentlich schon mal ganz gute Karten. Nächster Punkt, Qualität der Inhalte. Da ist es so, das Feature gibt es eigentlich nur in den USA, da könnt ihr noch nach Reading-Level gehen. In dem Fall habe ich jetzt mal Lopotomie eingegeben, könnt ihr auch irgendwas anderes nehmen, dann könnt ihr euch wirklich Suchergebnisseite auf Basis des Readings-Levels zusammenstellen. Also Basic, Intermediate, Advanced, um letzten Endes einfach Crap guten Content und sehr, sehr guten Content zu finden. Lustigerweise ist bei diesem medizinischen Thema das meiste Crap. Aber gut, Google ist auch nicht perfekt. Risiken analysieren ist natürlich auch ganz witzig, wenn der, das hat der Maike auch schon gezeigt, hier mit Tagesgeld, ich habe es jetzt hier mal mit Wasserbetten, ähnliches Beispiel, seht ihr halt einfach Keyword-Stuffing in der Backlink-Struktur, von der Domain würde ich jetzt keinen Link haben wollen. Bei dem Searchmetrics-Backlink-Modul habt ihr beispielsweise die Möglichkeit, euch die Gesamtzahl der Links anzuzeigen und wie viel, in welcher Position der Link ist. Das kann man zwar nicht sortieren, aber ihr könnt sich exportieren und dann in Excel reinhacken. Da seht ihr halt einfach, ist es ein Footer-Link, ja, wenn zum Beispiel Position 100 von 105 ist, oder ist es einfach eine Linkfarm, wenn die Seite 400, 500 Links hat. Um jetzt hier niemanden blöd darstellen zu lassen, habe ich einfach mal Spiegel Online genommen. Aber ich denke mal, der Punkt wird ganz klar, wenn ihr dann einfach seht, okay, Link ist tendenziell unten, tendenziell schlecht, und Link ist einer von mehreren 100, dann ist es natürlich auch tendenziell schlecht. Jetzt vor kurzem hat der Matt Katz nochmal auf der SMX Advanced eigentlich indirekt bestätigt, dass seitenweite Links nichts bringen. Das haben eigentlich schon viele auch schon gesagt, ja gut, so wirklich nachhaltig ist es nicht. Das ist meistens ja eh nur irgendwie Linktausch und fauler Linkbilder etc. pp. Jetzt hat er es allerdings bestätigt. Problem natürlich jetzt für euch oder vielleicht für eure Kunden ist, davon sind natürlich betroffen Blog-Row-Links und natürlich auch Widget-Links, die auf Webseiten eingebunden werden, teilweise wenn auch nur channel-wide und natürlich die meisten Foot- oder Sidebar-Links. Also baut die jetzt vielleicht nicht zwingend ab, aber gibt zumindest kein Geld mehr dafür aus. Widgets kann man natürlich weiterhin machen, aber es hat andere Risiken, weil sie schwer zu kontrollieren sind, wenn ihr oftmals die Links nicht mehr abbauen könnt oder umbauen könnt und
Es gibt meistens nur Ärger. Link-Netzwerke hat er sich auch dazu geäußert und hat natürlich jetzt auch mit Penguin gesagt, okay, Link-Netzwerke werden keine Zukunft mehr haben. Das bedeutet aber natürlich auch für eure Konzernnetzwerke, dass ihr smart damit umgehen müsst. Ich zeige das mal am Beispiel von Gravis. Ich finde Gravis super. Ich will die gar nicht jetzt irgendwie blöd dastehen lassen. Aber wenn ich mir mal bei Gravis jetzt zum Beispiel hier in Systrix anschaue, wie viele Links haben die jetzt mit Apple iPad, sehe ich, okay, 32 Links von 28 Domains, von einer IP. Okay, also ist es ein Seitennetzwerk. Seitennetzwerkoptimierung. Wenn ich hier die Domains mir angucke, das sind alles Gravis-Domains. Ich meine, das ist klar, das ist besser als gar kein Link. Allerdings rührt man da immer in diese Einheitspampe und man kriegt einfach nichts Neues von außen rein. Und dementsprechend wird sich die Domain langfristig sicherlich sehr schwer tun, auf Apple iPad zu ranken, wenn sie nur solche Links hat. Gut, jetzt habt ihr dann Linkpartner recherchiert, habt Links aufgebaut, dann irgendwann mal habt ihr das Problem, das ist ja alles sehr dynamisch, irgendwann werden die Seiten schlecht, irgendwann müsst ihr anfangen aufzuräumen. Oder ihr kommt neu an ein Projekt oder in einen Laden rein und müsst da auch aufräumen. Dafür gibt es natürlich auch Tools. Einmal ganz lustig, auch vom Christoph Kemper hier von den Link Research Tools gibt es Link Juice Recovery, glaube ich, heißt das Tool. Das zeigt euch sämtliche URLs von eurer Seite an, die in 404 ausgeben, aber verlinkt sind. In diesem Fall ist es jetzt Home24. Das sieht eigentlich ganz gut aus, das sind halt eine Handvoll Seiten, die auch nur einmal verlinkt wurden. Aber da kriegt ihr letzten Endes für eure Domain die Daten raus, die ihr sonst eher nur in Webmaster-Tools oder in Server-Logs seht. Und wenn man da nicht sofort Zugriff drauf hat, kann man sich das einfach anschauen. Das nächste sind natürlich Top-Link-Texte, da auch da sind natürlich Optimierungspotenziale. Jetzt habe ich mir mal RAN angeguckt und Konrad, einmal mit Searchmetrics, einmal mit Systrix. Seht ihr auch zum Beispiel Bilderlinks, die kein Alt-Attribut haben. Oder Brandlinks, die falsch beschrieben sind. Oder Brandlinks, die auch ein Keyword-Link sein könnten. Oder natürliche Linktexte, die ein Keyword-Link sein könnten. Und so weiter und so weiter. Also da gibt es auf jeden Fall schon noch Möglichkeiten, Hand anzulegen. Das nächste ist Nennungen ohne Backlinks sich anschauen. Setzt mal einen Google Alert auf euer, wenn ihr im großen Konzern seid, auf Personen, die dort arbeiten, auf die Marke, auf Produkte und lasst euch einfach benachrichtigen, wenn in den Top 100 jemand drin ist, der über euch schreibt. Und dann könnt ihr immer noch gucken, es geht auch schon toolbasiert, verlinkt er mich. Ja, wenn er euch nicht verlinkt, dann schreibt ihn doch mal an, hey, willst du nicht einen Brandlink mehr geben? Das nächste ist, packt mal euer Logo in die Google Bildersuche. Wo ist euer Logo eingebunden, ohne dass es verlinkt ist? Das kann man auch technisch prüfen, könnt ihr aber auch von Hand machen. Nächster Punkt, ein ganz neues Tool, was Christoph Kemper gelauncht hat, finde ich total cool, heißt Detox. Da schaut er sich deine Backlink-Struktur an und bewertet anhand seiner Metriken, wie gefährlich deine Backlink-Struktur ist oder nicht. Ich muss ehrlich gestehen, ich weiß gerade gar nicht, doch, das ist glaube ich jcpenney.com, also irgendwas Fieses. Da hat er jetzt allerdings, die haben jetzt ja aufgeräumt, da gibt es jetzt nur noch 2% Toxic Links und 65 Links, die suspicious sind, die könnt ihr euch dann anzeigen lassen und da sagt euch halt das Tool, okay, schaut euch das mal an, das könnte wirklich in der Suchmaschine nochmal Probleme geben. Kann ich euch nur mal empfehlen. So, das war jetzt ganz schön viel Stoff zu Tools. Mike hat ja ein kurzes Fazit gezogen. Also wenn ich jetzt ein Fazit ziehen müsste, würde ich sagen, okay, eigentlich hat Linkbuilding noch nie so viel Spaß gemacht wie jetzt, weil es halt einfach, einfach jetzt mal richtig krass wird oder halt richtig anspruchsvoll wird. Ich kann euch, wenn ihr Inhouse-SEO-Teams aufbaut oder vielleicht Head-of-SEO seid oder im Link-Building-Team seid oder in irgendeiner Weise mit dem Linkaufbau zu tun habt, eigentlich nur die Empfehlung mitgeben, strukturiert eure Teams neu. Also geht weg so von dem Ansatz, ich sage, baue mir 50 Links auf, baue mir 50 High-Trust-Links und so Quark auf, sondern geh einfach hin und sag, okay, ich brauche ein Team, das besteht aus dem SEO, da muss ein PR-Spezialist drin sein, einer, der gute Stories kennt, einer, der letzten Endes aus meinem vielleicht auch etwas hölzernen Produkt eine gute Story machen kann, der Kontakte zur Presse hat, der Kontakte zu Redakteuren hat, der auch später dann während der Kampagne in Kontakt nach außen ist zu den Presseleuten. Ich brauche einen Kreative, der natürlich die ganze Arbeit macht, also Story dann nochmal ausarbeiten, Layouts, Werbemittel, Texte etc. pp. Und natürlich operative Arbeiter, Praktikanten, die mir dann bei der Umsetzung helfen. Der SEO gibt natürlich die Themen vor, ja, und die Landingpages und macht das Monitoring und das Projektmanagement. Aber der macht es nicht mehr so, dass er jetzt mit einem Link-Building-Tool massenhaft Anfragen raushaut. Weil das Problem, was ihr natürlich habt, ist, wenn ihr einen Webmaster 3-4 Mal mit einer Kundendomain angefragt habt und der 3-4 Mal nicht reagiert hat oder ja vielleicht auch abgelehnt hat, ihr verbrennt tatsächlich den Namen von eurem Kunden. Ja, und irgendwann mal sage ich jetzt, ich will jetzt für den Automarktplatz XY keine Links mehr aufbauen, weil die mir halt einfach auf den Keks gehen und in der ganzen Branche spricht sich rum, dass sie ziemlich aggressiv Links aufbauen. Das nächste ist, geht mal weg von der Geschichte, ich gebe dem 5-Euro-Gutschein und dann kriege ich einen Link. Oder ich tausche hier mal einen Artikel. Das geht natürlich unter Bloggern. Aber stellt euch jetzt mal eine richtig gute Nachrichtenseite vor. Wie würden die reagieren, wenn ihr denen sagt, komm, wir tauschen mal hier einen Artikel. Ja, oder ihr kriegt jetzt hier einen 10-Euro-Schuhgutschein. Dafür will ich einen Link. Also das wird nicht funktionieren. Das ist auch vergebene Liebensmühe. Gut, also einfach mal ein bisschen umdenken. Vielleicht mehr in die Richtung PR gehen, mehr in die Richtung Storytelling gehen. Das letzten Endes hilft euch natürlich auch Social Media dann bei der
Verbreitung. Für Agenturen und Kundenbeziehungen bedeutet es eigentlich, dass man immer irgendwie mit externen oder internen PR-Agenturen oder Spezialisten zusammenarbeiten musste, dass man vielleicht auch weggehen von dem Deal, du musst mir eine Mindestzahl an Links liefern, ja, sondern eher eigentlich seine Agentur sagt, okay, hör zu, wir arbeiten transparent zusammen, ich vertraue dir, hier hast du 5.000 Euro, bau mir Links auf. Dass die Agentur auch wirklich sieht, okay, für das Geld wurde gearbeitet, aber wenn jetzt halt nur 10 Links rüberkamen, dann ist das auch mal okay, weil ich weiß, dass die letzten Endes meine Kohle nicht rausgeworfen haben. Also da ist, kann man auch noch mit so arbeiten, dass wenn man dann doch mal Links kauft, dass man sich die vielleicht vorher freigeben lässt, nochmal eine Risikobewertung gemeinsam macht und dass man letzten Endes einfach transparent, offen, ehrlich mit seinem Kunden zusammenarbeitet, um letzten Endes dann zu vermeiden, dass man irgendwann mal mit einer Penalty im Bett aufwacht. Gut, so viel dazu. Jetzt habt ihr die Chancen, Bücher zu gewinnen, wenn ihr gute Fragen stellt. Ja, es kommt so ein bisschen auf den Kommentar drauf an. Also wenn er dich natürlich mit der Brand verlinkt und oder sagt, keine Ahnung, ich bin Person XY von Firma XY, das kann man schon mal machen. Ich meine, es ist halt ein Kommentarlink, der vielleicht nur Follow ist oder ist auch letzten Endes, ersetzt auf jeden Fall keinen richtigen Link, klar, kann man machen, gehört auch in deinen Linkmix absolut mit rein. Würde ich mich allerdings nicht drauf verlassen. Also es sollte nicht der einzige Link sein, den er macht und schau, dass du nicht die Situation schaffst, dass er am Monatsende sagt, Mist, jetzt muss ich noch 10 Kommentare schreiben, ach egal, was die Qualitätsstandards waren. Ich persönlich bin kein großer Fan von Kommentaren, weil es einfach keine guten Links sind eigentlich. Ja, also können wir eigentlich nur bestätigen, dass also gerade Blog-Kommentare und dort mit Links platzieren, also meistens sind halt No-Follow, da würde ich letztendlich ehrlich gesagt keine Zeit mit verbringen, irgendwie damit aktiv Link-Building zu betreiben. Also das ist einfach nicht nachhaltig und hat auch so gut wie keinen Einfluss auf das Ranking. Die Frage ist natürlich auch, ob Google den Blogartikel überhaupt irgendwo nochmal crawlt, weil wenn Google einen Blogartikel hat und dann vielleicht 2-3 Mal vorbei war, der vorbeikam und dann gesehen hat, okay, den habe ich jetzt indexiert, der rankt vielleicht auch und da hat schon 50 Kommentare, dann ist der Suchmaschine wahrscheinlich irgendwann mal auch egal, ob jetzt der 51. Kommentar da drunter steht. Also das ist die Frage, ob der Link überhaupt dann noch gefunden wird von der Suchmaschine und was dann auch die Nachbarschaft ist. Ja, also. Eine Frage, weil ich das Mikro jetzt habe, ist glaube ich besser, dass wir es damit machen. Thema Reanimierung, wenn man jetzt dem lieben Pinguin mit Projekten zum Opfer gefallen ist, wie geht ihr davor oder was würdet ihr empfehlen? Abbau oder nur paralleler Aufbau? Plus direkt dazu die Frage, wenn auch der blaue Brief kam aus den Webmaster Tools, kommt man nur durch Doing raus oder nur über erneute Prüfung, also Reconsideration Request oder wie sie es aktuell nennen? Wie sehen da die Erfahrungswerte aus? Ja, also mit der Frage haben wir natürlich auch schon gerechnet. Was wir halt da empfehlen, dass man auf jeden Fall nicht irgendwie da in Aktionismus treten sollte. Man sollte jetzt nicht anfangen, irgendwie 50% seiner Backlinks irgendwie abzubauen. Man sollte einfach mal realistisch betrachten, wie ist eigentlich mein Backlink-Profil und bei den Links, die halt wirklich offensichtlich schlecht sind, das heißt, die eigentlich einfach qualitativ minderwertig sind, Links, die vielleicht irgendwie auch harte Ankertexte verwenden, dass man sich speziell die einfach mal anschaut. Da würde man halt schon empfehlen, okay, die sollte man tendenziell halt abbauen, aber halt nicht im großen Maße, weil es auch einfach unnatürlich wirkt, wenn man plötzlich anfängt und innerhalb kurzer Zeit halt sehr viele Links abbaut. Das ist für Google eben auch unnatürlich und das wird dann Google auch nicht positiv werten. Deswegen auf jeden Fall da vorsichtig herangehen. Wie gesagt, auch nur, wir empfehlen ja letztendlich wirklich nur einen geringen Anteil an Links dann wieder abzubauen. Den Punkt, den du eben angesprochen hast, der ist genau richtig, dass man halt dann auch schaut, okay, man muss halt weiterhin Linkbuilding betreiben, man muss einfach nur darauf achten, dass dann die neuen Backlinks natürlich auch die gewisse Qualität haben, sodass im Zeitverlauf letztendlich, dass man nur noch wirklich gute Backlinks hat und dass dann letztendlich der Anteil der, sag ich mal, relativ schwachen Backlinks im Zeitverlauf einfach geringer wird.
Und nochmal zu der Message, wenn die kommt, dann sollte man, wie gesagt, einfach keine Panik machen. Ist dann, Google hat ja selbst bestätigt, dass eigentlich nahezu jede Seite diese Meldung bekommen hat. Ein Heise.de hat die Nachricht bekommen. Ich meine, Heise.de hat die natürlichsten Links überhaupt in Deutschland. Selbst die haben halt die Nachricht bekommen und die werden jetzt sicherlich nicht anfangen, irgendwie Links abbauen. Das heißt, das sollte man auf jeden Fall nicht überbewerten, man sollte da nicht in Panik geraten. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass die meisten Seiten, die die Nachricht bekommen haben, überhaupt gar nicht in den Filter gekommen sind. Deswegen raten wir manchmal teilweise auch dazu, wenn man eine recht bekannte Brand hat und eine gute Seite, die auch natürlich verlinkt ist, dass man einfach gar nichts macht. Also das ist jetzt nicht so unsere Empfehlung. Also hier war es definitiv der Filter, weil am 25.04. war der Black Tuesday oder was war es, glaube ich, dieses Jahr. Frage ist wirklich, wie sieht es aus, wenn man kontinuierlich jetzt natürlich bereinigt, einiges rausgeschmissen hat, kommt man auch ohne den Antrag raus, wirklich nur durch Handeln? Da gibt es nämlich unterschiedliche Aussagen, auch im SEO-Lager. Dass manche sagen, spar dir sämtliches Geld, sämtliche Akquise-Mails, solange du im scheinbar manuellen Penalty hängst, kommst du nicht raus. Habt ihr da Erfahrungswerte? Ja, wenn du in einer manuellen Penalty hängst, dann hat es einen bestimmten Grund. Dann ist es nicht ein Link, aber dann sind es viele Links. Und dann müsstest du natürlich genau diese Links finden. Das Problem bei Reconsideration Requests ist, wenn du eine algorithmische Penalty hast oder vielleicht nur in einem Filter drin warst, dann stößt du jetzt letzten Endes einen Quality Rater genau auf deine Seite. Ja? Und dann wertet der vielleicht auch die guten Links ab oder wertet mit Sicherheit eigentlich die guten Links ab. In deinem Fall würde ich jetzt erstmal das nehmen, was für mich die wenigste Konsequenz hat oder die das wenigsten Probleme macht, nämlich jetzt erstmal die Links abzubauen, die dir wirklich spanisch vorkommen oder von denen du weißt, die könnten wirklich ein Problem sein, und dann abwarten. Ja? Und dann einfach so iterativ quasi vorgehen. Einfach mal immer probieren, probieren, probieren. Und wenn du an dem Punkt angelangt bist, wo du sagst, okay, jetzt habe ich eigentlich, wie Mike schon gesagt hat, nicht, dass du jetzt 80% abbaust, aber wenn du jetzt, keine Ahnung, mal 10% abgebaut hast oder zumindest das Böseste abgebaut hast und du hast ein bisschen gewartet und dann passiert nichts, dann kannst du immer noch eine Reconsideration Request stellen, weil klar, wenn du in der manuellen Penalty drin bist, kommst du sonst anders natürlich nicht raus. Also ich würde langsam und vorsichtig probieren. Ich meine, den Traffic hast du eh schon verloren, deswegen schlimmer werden kann es ja eh nicht mehr, und dann testen. Aber ich bin überhaupt kein Freund von, oder wir beide sind eigentlich kein Freund von Reconsideration Requests, die man zu früh stellt. Gibt es noch Popcorn? Ah, du hast auf jeden Fall ein Buch verdient für die Frage. Vielen Dank. Okay, und danke für den spannenden Vortrag. Wirklich war sehr interessant. Danke. So, wir sind schon in der Pause. Also wenn Interesse besteht, eine Frage können wir noch machen. Ja. Also da kommt wirklich, ja, das stimmt natürlich, aber das ist natürlich immer projektabhängig, ne? Also jetzt mal angenommen, ich habe das Beispiel heise.de. So, die haben natürlich auch die Nachricht bekommen, die wären jetzt ziemlich doof, wenn die jetzt anfangen würden, von ihren Millionen Backlinks jetzt anfangen würden und irgendwie Angst davor haben, dass sie irgendwie abgestraft werden. Das ist bei solchen Projekten natürlich relativ klar, dass die davon nicht betroffen sind. Wenn man halt irgendwie, sag ich mal, eigene Projekte hat, die einfach schon in der Vergangenheit viel mit Linkbuilding zu tun gehabt haben und wo es eigentlich offensichtlich ist, okay, die ist einfach so gut gewachsen, weil halt eben auch relativ viele Backlinks aufgebaut wurden, ist natürlich deine Vorgehensweise dann auch richtig, zu sagen, okay, wir haben jetzt das getan, wir haben offensichtliche Links, die halt eben zu unnatürlich wirken, abgebaut, da macht es auch wirklich durchaus Sinn, dann den Request zu stellen. Also die Erfahrung haben wir letztlich auch gemacht, aber das ist immer wirklich projektabhängig. Ich würde es nicht pauschal empfehlen, ich finde, es ist wirklich von Projekt zu Projekt unterschiedlich. Hat irgendjemand von euch aus dem Saal schon mal Autoren gekauft? Oder Authorship oder Blogs gekauft, damit euer eigener Authorship-Markup draufkommt? Und dann ein bisschen geklopt? Nee, gut. Behaltet das Thema Authorship noch im Auge. Also das ist cool, das ist richtig cool. Also Problem ist halt, es nutzt kaum jemand in Deutschland Google Plus, außer den ganzen Nerds. Aber macht es mal. Testet es mal und testet für euch selber, ob das eurer Seite hilft. Wenn ihr Links von Autoren bekommt, unabhängig eigentlich von welcher guten Domain die kommen, das ist so ein Tipp, den kann man mal geben und dann sehen wir uns nächstes Jahr wieder und können darüber sprechen, was es gebracht hat. Gut. Gut, das war's von